nun auf dieselbe Art und Weise auf das Festland zurück. Doppelklicke mit der Bewegentaste auf den Gipfel des Berges, um dorthin zurückzukehren. Das Funkeln ist das Zeichen für den Teleport, den er benutzt, damit er da drüben ankommen kann. Die können ihn ja nicht einfach so erscheinen lassen. Das war die letzte Lektion. Natürlich kannst du noch hier bleiben, um ein wenig zu üben. Wenn du die Insel verlassen und nach Eden zurückkehren möchtest. So. Ich zeige dir jetzt eine andere Art zu reisen. Doppelklick. Ja, ist gut. Reise jetzt. Mal sehen, ob ich das jetzt abbrechen Doppelklicke. Kann. Denk daran. Mit der Escape drücke erneut. So, Übung abgebrochen. Kerl verschwunden. Was mich ein bisschen wundert ist. Gut, wir haben ja jetzt einen Wald, aber das ist jetzt nicht so interessant. Was wir hier haben, ist ein, ein Dorf mit Leuten, die sogar arbeiten. Und, das ist die Frage, was wir hier machen. Was war das für eine? Es wird Zeit, dass ich dir zeige, wie man gegen... Keine Sorge. Diese... Führe die Hand. Halte die Aktionstaste. Okay. Setze... Drücke einfach nur zu. Versuch... Denk daran. Mit der Escape... Drücke an... Ist ja gut. So. Rausgezoomt. Abgebrochen. Ja. Also, damit hätten wir schon mal... die Sachen gelernt, die wir bisher, glaube ich, hätten lernen gelernt haben. Sollte ich jetzt Holz darüber bringen oder noch Lebensmittel? Bleiben wir mal bei 3900. Werfen es einfach mal dahin. Und jetzt sammeln wir noch ein wenig Nahrung ein. Und setzen die auch hier hin. Oh. Sollte das... Das sollte eigentlich reichen, nehme ich mal an. Ja, jetzt können wir hier mal sehen, wie das Ganze hier stufenweise aufgebaut wird. Das ist nämlich ein ganz anderes System, als man das aus anderen Spielen kennt. Es wird jetzt nämlich hier Schicht für Schicht aufgebaut. Ist sehr lustig zuzugucken. Gut, jetzt bauen sie noch das Gerüst ab. Das ist natürlich auch wichtig. Kein Gebäude kann mit Gerüst drumherum wirklich stehen. Von daher... Ja. So. Damit wäre der Tempel fertig. Und wir kriegen ein rotes, pulsierendes Licht über unserem Tempel. Unser Tempel ist offenbar fertig. Das ist der Eingang. Klicke mit der Aktionstaste auf die Tür, um einzutreten. Dann wollen wir doch mal. Unglaublich. Das alles haben die Dorfbewohner gebaut. Mit diesem Monument wollen sie dich ehren. Und uns natürlich auch. Vergiss das nicht. Was für eine Handwerkskunst. Und was für ein Symbol des Bösen. Nein, das ist es nicht. Sieh her. Das hier scheint eine Landkarte zu sein. Wohin führen diese Türen? Durch die Türen gelangst du in verschiedene nützliche Räume. Na, dann wollen wir mal. Ja, also kümmern wir uns erstmal um die... Oh, was haben wir jetzt gemacht? Eigentlich wollte ich nur noch die Räume erkunden. Na gut. Wir sollten das Dorf erforschen. Ich wüsste zu gern, was es mit den Schildern auf sich hat.
Wir haben Wichtigeres zu tun. Suchen wir lieber die goldenen Geschichtsrollen. Wir brauchen sie, wenn wir in dieser Welt Erfolg haben wollen. Das ist eine goldene Geschichtsrolle. Klicke mit der Aktionstaste auf die goldenen Rollen. Sie führen dich durch das Abenteuer. Aktiviere die Rolle oder forsche weiter. Es liegt an dir, Gebieter. Sehr schön. Dann... Es gibt eine Möglichkeit, durch die Texte bestimmter Schilder zu blättern. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus nach oben oder unten. Alles, was du auf den Schildern liest, wird in deine Bibliothek im Tempel aufgenommen. Okay, sehr interessant. Das hatte ich jetzt auch noch nicht ganz so mitbekommen. Nimm einen Baum, steck ihn senkrecht in den Boden, um einen Wald anzulegen. Pflanze in einem Dorf einen Baum, um das Dorfbild zu verschönern und die Dorfbewohner zu erfreuen. Diese Bäume werden von Förstern nicht gefällt. Ups. Guck mal, das sind Namen. Das sind, soweit ich das rausgefunden habe, Namen von Leuten, die bei der Entwicklung geholfen haben. Ja, wie bekannt. Und auf S ist dann eben sowas wie Status, würde ich sagen, von Personen. Da steht dann auch der Name dabei, also Alter, Leben, Nahrung in Prozenten. Ja, wollen wir noch mal weiterlesen. Sollte man neben einer Frau, einen Frau neben einem Mann oder so wie dieser Zuchtjünger, das einzige Aufgabe ist, für Nachwuchs zu sorgen. Das kennen wir schon aus dem zweiten Teil. Wenn aus Schornstein eines Hauses raussteigt, ist es bewohnt. Tippe das Haus an, um die Bewohner zu vertreiben. Eigentlich dachte ich, das wäre so, dass die dann, wenn Rauch aufsteigt, da schlafen und ich die dann wecke. Ich meine ja nur. Im Lagerhaus lagern die Menschen Holz und Nahrungsmittel. Du kannst das Lagerhaus persönlich auffüllen oder die Aufgaben deinen Untertanen überlassen. Auf der Flagge. Moment. Um das Lagerhaus erkennst du, was die Menschen brauchen. Je höher eine Flagge steht, desto größer ist das entsprechende Wunsch. Bewege die Hand über die Flagge, um weitere Informationen über die Bedürfnisse deiner Gläubigen abzurufen. Halte die Aktionstaste gedrückt, wenn du eine größere Menge, das kennen wir auch schon. Lesen wir mal hier. Wenn du einen Menschen neben einen Arbeitsplatz absetzt, wird dieser zum Jünger und irgendwann arbeiten, bis du aufnimmst, schüttelst und der Hand seine Pflichten entbindest. Du kannst in deinen Dörfern beliebig viele Jünger einsetzen. Das wäre dann... Bekehrter Förster. Ein Förster. Und das hier... Wow. Wäre dann ein Züchter. Ja. Wie war das? Aufnehmen und senkrecht in den Boden pflanzen, um einen Wald zu... Wie auch immer. Ich bin echt der Meinung, dass das mal andersrum war mit dem Bewegen. Zumindest im zweiten Teil jetzt. Naja. Schilder geben Informationen über die Welt. In der Bibliothek zur Verfügung. Bislang kannst du unten und halt die Maus gedrückt. Sehr gut. Ups, was habe ich denn jetzt genommen? Ach, ein Schwein. Mit dem Mausrad kannst du zoomen. Tastaturbefehl. Wie auch immer. Also, manche Schilder sind eben hilfreich und manche eher nicht. Von daher, ja. Sieh doch! Eine silberne Schriftrolle. Ich bin gespannt, was draufsteht. Eine goldene Rolle wäre mir zwar lieber, aber von mir aus können wir einen Blick drauf werfen. Wollen wir doch mal. Okay, Zeit für eine kleine Schießübung. Was schlägst du vor? Ich vermute, das hat etwas mit Töten zu tun. Nein, ich wollte nur vorschlagen, dass wir... Ich verstehe. Mal sehen, ob wir den Pfeiler dort drüben treffen. So kannst du deine Macht prüfen, ohne jemanden zu verletzen. Na toll! Und diesen unerschöpflichen Steinhaufen verwenden wir als Munition. Hey, wie praktisch.
Ja. Bewege deine Hand über einen Felsen. Drücke die Aktionstaste, um ihn aufzuheben. Halte die Aktionstaste gedrückt. Bewege die Hand nach vorn und hinten, um auszuholen. Lass die Aktionstaste los, um den Stein zu werfen. Versuche nun, einen Stein zu werfen. Alles klar, dann versuche ich mal. Das war knapp. Ja, sogar wirklich knapp. Ich sollte versuchen, ihn ein bisschen weiter vorne zu werfen. Sehr knapp sogar, diesmal. Ups. Das war knapp. Okay. Der ging zu hoch. Der zu niedrig. Das war knapp. Nicht übel, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Der war auf der richtigen Höhe, aber in die falsche Richtung. Jetzt Treffer. Erwischt. Wunderbar. Cool, Boss. So kannst du eine Menge Schaden verursachen. Wow. Eine Truhe. Was mag wohl da drin sein? Klicke mit der Aktionstaste auf die Truhe, um sie zu öffnen. Ein bunter Ball. Klicke nun auf den Inhalt, um diesen zu verwenden. Ein bunter Ball. Den tue ich mal einfach hier rein, weil der da später gebraucht wird. So, wollen wir doch mal ein wenig... Weiter rauszoomen können wir nicht. Ist ja bescheuert. Okay. So. Gut. Was machen wir jetzt? Wir haben keine weitere silberne Rolle. Das bedeutet, wir könnten noch mal kurz nach Schildern gucken. Da dreht sich zum Beispiel noch eins. Die Menschen bestellen die Felder mit Getreide, das anschließend geerntet und im Lagerhaus transportiert wird. Du kannst die Felder wie deine Kreatur selbst abernten, wenn dein Dorfbewohner neben einem Feld absitzt, aber dieser zukünftig als Bauer. Bekehrter Bauer. Ja. Ist doch schon bekehrter mal was. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Schön, dann hätten wir ein paar erste Bauern. Ich habe das Autospeichern mal angelassen, einfach aus dem Grund, weil es praktisch ist. Falls das Ganze mal abstürzt oder so. Okay, sobald du eine goldene Geschichtsrolle aktivierst, beginnt das nächste Kapitel von Black and White. Wie schnell du im Spiel Fortschritte machst, hängt davon ab, wie oft du die Schriftrollen aktivierst. Wollen wir doch mal. Sei gegrüßt, Allmächtiger. Du hast eine goldene Schriftrolle aktiviert. Mein Name ist Sable. Ich bin die Kreaturentrainerin. Ich bitte dich, diese Tore zu öffnen. Oh. Jeder Gott hat eine Kreatur. Hinter dem Tor befinden sich drei Kreaturen. Wähle eine aus, ist übersprungen worden. Dahinter leben drei wundersame Kreaturen. Jeder Gott hat eine Kreatur. Sie kann groß wie ein Berg werden und Wunder bewirken. Doch du kannst das Tor nur mit den drei Portalsteinen öffnen. Jeden Stein, den du findest, musst du auf dieser Plattform platzieren. Als du hier angekommen bist, tanzten die Dorfbewohner um einen der Portalsteine. Oh, den haben wir gesehen. Lege diesen Portalstein auf die Plattform. Dann erzähle ich dir von den beiden anderen. Nun finde den ersten Portalstein, Allmächtiger. Und auf geht's, würde ich mal sagen. Einmal mal schnell hingereist. Das ist der Stein, um den die Menschen herumgetanzt sind. Klicke mit der Aktionstaste, um ihn aufzunehmen. Und schon wieder da. Ausgezeichnet! Du hast einen Portalstein gefunden. Such jetzt die anderen. Suche im Dorf nach der goldenen Schriftrolle. Na dann, goldene Schriftrolle. So, da hätten wir sie.
O Allmächtiger, ich knie nieder vor dir.